Yo Leute, was geht ab? Euer PAX United ist am Start und heute möchte ich euch einfach mal danken, nämlich an mittlerweile schon über 1000 Abonnenten und deswegen habe ich heute auch mal wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet und vorweg kann ich sagen, so viele Karten oder so viele wertvolle Karten, wie es heute zu gewinnen gibt, nämlich an einen Gewinner, gab es vorher bei einem Gewinnspiel bei mir auf meinem Kanal noch nicht. Ja Leute, wie gesagt, ich kann euch nur einfach danke, danke, danke dafür sagen, nämlich 1000 Abonnenten. Ich hätte niemals dran gedacht, dass ich hier auf dem Kanal so viele Abonnenten bekomme. Einfach richtig herrlich, deswegen möchte ich heute einfach mal ein fettes Dankeschön an euch raushauen und wie gesagt, ein kleines Gewinnspiel. Die Teilnahmebedingungen stehen unten in der Videobeschreibung und ich sag's jetzt auch nochmal, nämlich ihr müsst einen Kommentar schreiben. Sag ich mal, ich will gewinnen oder irgendein Kommentar. Ich nehme einfach alle Kommentare, die geschrieben worden sind. Bitte nur ein Kommentar pro Account, pro YouTube-Account, sage ich mal. Wenn ich, sage ich mal, ja, eine Teilnahme pro YouTube-Account. So, dann die zweite Teilnahmebedingung ist halt, das Video zu liken. Und die dritte natürlich, Abonnent meines Kanals zu sein. Dann fangen wir auch schon an. Mit welchen Karten soll ich denn anfangen? Ich fange einfach mal mit den WM 2014 Karten an. Da habe ich nämlich ein paar rausgesucht. Da haben wir hier das Niederlande-Logo. Mascherano als Expert. Luis Suarez als Fans-Favorite. Alexis Sanchez als Fans-Favorite. Und Goalstopper Iker Casillas. So, das waren die ersten Karten. Packen wir mal hier oben links in die Ecke. Dann geht es weiter mit den Bundesliga-Chrom-Karten. Da haben wir das FC Bayern München-Logo. Dann Georg Niedermeier von Stuttgart, Tim Klose von Wolfsburg, Sebastian Pococnoli, Marcel Correa von Braunschweig und zuletzt haben wir noch Atsuto Uchida. So, das waren die Bundesliga-Chromkarten, die es an einen zu verlosen gibt, beziehungsweise also alle Karten, die ihr gleich im Hintergrund seht, alle Sticker, gehen an einen Gewinner, also es gibt einen Gewinner. Die halt, oder der halt die Karten bekommt. Dann geht's weiter mit den Duckstars. Da habe ich zwei Karten am Stüssel, nämlich Dicky, Ducky und Ducky und noch Gamma. So, das waren die Duckstars. So, dann geht's weiter mit der einer Hero Attacks Karte, nämlich der Leader als Bösewicht, so genannt als Matchwinner oder als, so gesagt, bei Star Wars werden die, oder heißen die Karten Force Meister. Wie gesagt, also eine Powerkarte hier, der Leader von den Hero Attacks. Dann mache ich mal mit Sticker weiter, da habe ich nämlich noch Champions League Sticker der aktuellen Saison 2014-15, nämlich Zabaleta, Casillas, Santana, Piszczek und das Leverkusen Trikot. Ach, Trikot sage ich schon, das Leverkusen Logo meine ich natürlich. So, die kommen hier hin, dann mache ich gleich weiter mit Sticker, nämlich Bundesliga Sticker der aktuellen großen Saison. Kickoff-Kollektion sind das nicht die Sticker, auf jeden Fall mehr die rechte Seite der VfL Wolfsburg Mannschaftsfotos. Dann haben wir noch Marc Torreon von Freiburg, David Alaba, Philipp Čurčić und Jonas Hector zu guter Letzt. Das waren die anderen Sticker. Dann machen wir mal weiter. Ja, mit was? Machen wir weiter mit den Panini Prism-Karten. Da haben wir Mascherano von Argentinien, Ashley Cole von England, Alexis Sanchez von Chile, Edin Dzeko von Bosnien-Herzegowina und dann noch einen deutschen Spieler, nämlich Bastian Schweinsteiger. Wer die Prism-Karten nicht kennt, ich habe dazu auch schon mal ein Opening auf meinem Kanal gemacht. Hier die Panini Prism-Karten hin. So, dann geht's weiter. Ja, was machen wir weiter? Machen wir einfach mal mit den aktuellen Merchitex weiter. Da haben wir nämlich das Frankfurt-Logo, Hamburg-Logo, Westermann und Giroud als Defensivduo, Darmstadt-Logo, Gentner als Kapitänkarte und Jan Sommer als Matchwinner. Und das waren auch die Matchtext-Karten. Die kommen dahin. Dann machen wir weiter mit den aktuellen Champions. Die Karten haben hier eine limitierte Edition. Mesut Özil, einfach mal an einen von euch rausgehauen. Ivan Rakitic von Barcelona, Marcel Schmelzer, BVB und Mario Balotelli von Liverpool. Also rausgehauen habe ich sie noch nicht. Das Gewinnspiel, denke ich mal, ja, läuft ab dem Hochladedatum 2 Wochen lang. Also ich lade das Video morgen hoch und morgen ist der 9. Das heißt, am 23.02. ist ja Schluss
mit dem Gewinnspiel und am 24. kommt dann die Veröffentlichung eines Gewinners. So, dann mache ich weiter mit Bundesliga-Chips. Die habe ich hier auch noch rausgekramt, Leute. Nämlich der Saison 2010-2011. Nämlich zwei Spieler vom FC Bayern München und ein Spieler vom BVB. Fangen wir an hier mit Toni Kroos. Es sind nämlich drei Weltmeister. Toni Kroos vom FC Bayern München. Dann vom BVB haben wir Mats Hummels. Mats Hummels als Innenverteidiger, wie gesagt, Mats Hummels. Dann noch ein Verteidiger vom FC Bayern München. Nämlich der Kapitän Philipp Lahm, der zurzeit ja leider verletzt ist. Und ja, Philipp Lahm als Bundesliga-Chip. So, die Forza-Tags dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da habe ich auch noch eine Karte am Start, nämlich Separatist Sif. Da haben wir Darth Maul als Force-Meister. Die packen wir mal hier hin. Zack. Und alles, was ihr im Hintergrund seht, geht an einen Gewinner. Nochmal Kommentar schreiben, Video liken und Abonnent sein. Das Gewinnspiel läuft bis zum 23.02. Wenn es auch jetzt nicht zwei Wochen sind, aber es läuft auf jeden Fall bis zum 23.02. um 24 Uhr. Dort, bis dorthin werden halt alle Kommentare aufgeschrieben und halt dann wird ein Gewinner halt veröffentlicht. Am 24. bitte nicht zwei oder dreimal schreiben, weil dann wird markiert YouTube das halt als Spam und dann macht ihr halt beim Gewinnspiel eventuell nicht mit. Deswegen halt immer nur einen Kommentar schreiben. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt nochmal an 1000 Abonnenten. Das nächste Gewinnspiel kommt bei 2000 Abonnenten und dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, euer Pax United ist raus. Tschüssikowski, ciao.